Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rune Factory Frontier. Und nach der erfolgreichen letzten Folge und dem Besiegen des Vogeldämons in den grünen Ruinen geht es jetzt endlich hier weiter. Mit einem ganz normalen, entspannten Tag. Und ich hoffe, dass die Dorfbewohner aufgrund meiner tollen Taten jetzt mal was anderes zu sagen haben. Wäre zumindest interessant. Wir schmacken mal den ganzen Scheiß in unsere Truhe rein. Weil ich glaube, wir haben viel zu viel mit. Auch die Runis, vielleicht bis auf die Grasrunis können die gerne alle in die... Bis auf die Grasrunis, danke. Danke, Hand, dass du so schnell reagierst. Wenn es nicht soll, so. Bis auf die Grasrunis tun wir auch diese mal alle weg. Ich guck mal, ob wir noch vielleicht Post gekriegt haben. Da bin ich mir nie immer so sicher. Fertig, alles okay. Weil manche Briefe bleiben vor einem auch geheim. Aber ich glaube, der letzte Tag war ein Feiertag, so wie ich das in Erinnerung habe. Und daher sollte... Ja, ist auch Montag. Macht auch Sinn. Daher sollte alles in bestester, feinster Ordnung sein. Wo ist meine treue Gießkanne? Wir schauen natürlich heute nochmal oben bei der... Iris heißt sie vorbei, genau. Und schauen mal, dass wir auch da noch ein bisschen punkten können bei der Dame. Sonst würde ich sagen, bleibt alles beim Alten. Wir versuchen uns bei den ganzen Schnipsen ein bisschen einzuschleimen. Ernten. Ernten hört sich auf jeden Fall gut an. Ah, ich danke. Dann nehmen wir mal hier eine mit und nehmen wir da eine mit. Den Rest kann dann unser Alfred machen. Unser kleiner Ernte-Goblin. Packen die mal so lange weg und warten mal auf Annette. Wie hat euch eigentlich die Runde gefallen, die wir jetzt in den letzten Folgen irgendwann mal mit ihr gemacht haben? Fand ich soweit ganz cool. Hi, Annette. Guten Morgen. Okay. Hey, da ist ja ein Brief, der an dich adressiert ist. Ich hätte gerne diesen Brief. Erstmal das Wichtigste zuerst, sonst fragt ihr mich tausendmal nach dem Zeug. Hier, bitte. Ich trainiere. Hey, du sollst ziemlich stark sein. Auch ich übe mich im Schwertkampf. Meine Mom weiß natürlich nichts davon. Und eines Tages werde ich stärker als du sein. Wir haben neue Waren. Ich habe neue Waren erhalten. Meine Waffen sind jetzt noch besser als zuvor. Du solltest sie dir unbedingt ansehen. Natürlich hat sich auch die Qualitätsverbesserung verbessert. Damaskus Schmied Genesha. Okay, dann wissen wir das schon mal. This is such a nice place. It's quiet and peaceful. Maybe I should move here. Just kidding. Okay, also hier hinziehen willst du wirklich nicht. Es ist so schön, wenn man Post bekommt, das stimmt. In den grünen Ruhen lebt ein Monster, das diese riesigen Eier legt. Gekocht wären diese Rieseneier sicher ein Gaumenschmaus. Ja, wenn du das sagst. Wie geht es dir? Soweit ganz gut. In den grünen Ruinen lebt ein riesiges Monster mit riesigen Kohonis. Okay, haben wir gemerkt. Da waren wir auch in der letzten Folge. So riesig war das Hühnchen jetzt nicht. Danke, Unkraut. Das ist ein bisschen blöd, manchmal die Spezialattacke einzusetzen. Wenn ich ganz ehrlich bin. So, wollen wir mal weiter nach vorne rutschen. Da kommt auch schon Dingo. Um mir die tägliche Arbeit etwas leichter zu machen. Und jetzt, wo wir auch den kleinen Magier haben, den wir gleich auch mal ein bisschen durch die Stadt führen werden, sieht es bald auf dem Feld aus wie geleckt. Jawohl. Ich bräuchte noch jemanden, der Unkraut vernichtet, aber ich weiß nicht, wie das Monster heißt. Von daher lasse ich mich mal überraschen, was die Zukunft bringt. Komm her, Eisensichel. Vorsicht, Dingo. Dingo, Vorsicht. Das ist hier kein... Bist du fertig damit? Oh, bist du fertig. Das ging ja fix. Das ist hier kein Spielplatz. Das ist hier harte Arbeit, die nur durch einen sehr männlichen Ustra erledigt werden kann. So, da haben wir das schon mal alles. Können wir mal eben zu unseren Lieblingstieren gehen. Eventuell kriegen wir heute auch schon das erste Mal ein Frühstücksei am frühen Morgen. Wäre natürlich eine tolle Nummer. Wir müssen auch gucken, wie viele Loonies unsere Farm hat. Viele Dinge zu tun. Und ich werde nicht müde, dieses Spiel zu spielen. Das macht immer noch genauso viel Spaß wie am ersten Tag. Und auch schon, als ich bei Mio zugesehen habe. So. Du freust dich jetzt erstmal einen Ast. Was haben wir noch hier? Hier haben wir... Gut, und wir können wohl alle Tiere einmal... Scheint wohl zu kitzeln. Wir können alle Tiere auch... Oder alle Nutztiere auch...
abernten. Das ist sehr gut. Wer eine Honigbiene sein möchte oder natürlich jedes andere Monster, der sagt bitte Bescheid in den Kommentaren. Es ist noch genug Platz für alle da. Gerade wenn bald der Minimagier loslegt und wir dann neue Plätze schaffen können. Ich muss mal ein bisschen leiser machen das Ganze. Das brüllt mir so ein bisschen ins Ohr gerade. So. Viel besser. Gesundheit. Ah ja, du gibst auch. Das ist gut. Was auch genau ich da mache mit dem Schaber, ich will das gar nicht so wissen. Man sieht, da ist... Auf jeden Fall ist ein Dings dran, eine Schermaschine. Ja, das sieht man vorne. Wer schon mal einen Haarschneider in der Hand hat oder auch schon mal beim Friseur war, wahrscheinlich alle, die wissen, wie ein Haarschneider aussieht. Aber wie ich genau damit die Eier rauskratze aus der Kuh, ob das so tierlieb ist. Er kann ja einfach da reinregnen in die... in den Behälter. Das ist ja in Ordnung. Das verstehe ich ja alles noch. So, den nehmen wir mit. Scheint, du siehst zufrieden aus, Yosoko. Scheinbar bist du heute in guter Verfassung. Lass es helfen, Holz zu sammeln. Ich muss mich erst mehr darum kümmern. Ja, dann nehmen wir mal mit. Den kleinen Magier. Oder die kleine Magierin wahrscheinlich in dem Fall. So, auf geht's. Dann angeln wir uns was Leckeres. Oben in dem Bild sieht er aber ganz schön wild aus, der kleine Magier. Und gar nicht so niedlich und nett, wie er in echt aussieht. Na komm, beiß an, blöder Fisch. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Na komm. Aha. Sehr gut, ein Silberkarapfen. Den nehmen wir erstmal mit. Ich weiß, wo wir noch mehr Fische kriegen. Ich versuche jetzt auch mal einen Krebs zu fangen. Ich glaube, das kann man hier vorne machen. Und ich hoffe auch, dass... Ein Tau ist noch nicht unter den... Wie kommen hier Baumrunis hin? Habe ich was falsch gemacht? Was ist denn los? Ach ne, es ist der 20. Ah, ich verstehe. Verdammt. Das ist nicht gut. Lachsforelle gefangen. Auch schön. Brauche ich aber nicht. Wir versuchen nochmal zu angeln. Das kostet aber ganz schön RP. Komischerweise. Ja, nein. Oh, Mann. Ich dachte, das wäre eine Garnele gewesen. Mist. Dann wollen wir gleich erstmal gucken, was der Uhrenturm so sagt. Zum Strand wollte ich auch noch. Okay. Normalerweise müssten wir jetzt eine ganze Menge Dialoge freigeschaltet haben. Dadurch, dass wir in den grünen Ruinen waren. Nein, Magier, dir gefällt der Strand nicht. Du bist kein Strandtyp. Naja, gut. Ich meine, bei der bleichen Knochenmaske, die du trägst. Eventuell kann ich das verstehen. Wir gehen mal hier rein. Das gefällt dir sicherlich. Und hier kann man auch Sachen gießen. Ah, scheint glücklich. Scheint glücklich schon mal viel wert. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge hier nichts gegossen. Oder am letzten Tag. Kann das sein? Oder ich kann auch sein, dass ich die letzten Monate das hier nicht gegossen habe. So, perfekt. Dann passt das ganz genau mit der Gießkanne wenigstens. Mit dem Füllinhalt. Haben wir alles gegossen? Ja. Haben wir alles abgeerntet? Ja. Dann kommt jetzt die leckere Rübe für die, naja, halb so geht so leckere Tau. Ist ja wirklich nicht die leckerste Schnitte, die hier rumläuft. Meiner Meinung nach. Geschmäcker sind hier zum Glück verschieden. Und sie wird sicherlich einen abkriegen. Gerne. Rüben ist immer gut. So, was kannst du mir Neues sagen? Guten Morgen. Ich freue mich, wenn Leute... Ja, das weiß ich. Das weiß ich alles schon. Wie kommst du mit deinen Erkundungen auf der Walinsel voran? Alles in Ordnung? Ja, Walinsel ist im Moment nicht so. Dankeschön. Ja, du bedrängst mich schon ziemlich mit dem, was du... was ich dir schenken soll. Gebe ich einfach mal zu. Warum hat es unbedingt dieses Stück hier getroffen? Und warum mussten unbedingt hier Baummunis dann erscheinen? So ein Mist, die fressen mir jetzt zusätzlich die Grasmunis weg. Ah, nein. Das will ich doch gar nicht. Es gibt so, wie gesagt, so ein paar Regeln, die ich zumindest gelesen habe, was die Runis betreffen. In den ersten 7 Tagen des Monats haben die nicht angepackt und fressen sich nicht. Und am 20. kommt irgendwo eine unbestimmte Menge an Runis einfach hin, damit man halt nicht irgendwie im Regen steht, falls es mal nicht so klappt, wie man... falls man nicht super erfahren ist in dem ganzen Runi-Zeug. So, wir gucken mal eben. Besser ist es, bevor wir jetzt irgendeinen Blödsinn machen.
Also hier ist alles in Ordnung, da brauche ich auch jetzt nicht unbedingt welche abzuzapfen. Hier könnte ich 10 Baumrunis abzapfen, das ist ja schon eine Menge. Hier haben wir auf einmal 20, genau, das ist es nämlich, was ich gesagt habe. 20 Baumrunis sind hier einfach erschienen. Die werden wir da hundertprozentig wegnehmen. Da gibt es auch kein, kein Wenn und kein Aber, die müssen da weg. Oh, hallo Cinnamon. Guten Morgen. Das Wetter ist so schön. Ich würde gern im Freien ein Nickerchen machen. Du kannst du doch. Hast du den ganzen Tag... Nein, ich will nicht teleporten oder Kater oder sonst irgendwas. Ich möchte gerne dir einen Fisch schenken. Und zwar hier den Level 5 Super Silberkarpfen. Bam! Ein Riesenviech in dein Gesicht. Thank you. I like this. Das ist gut. Sonst noch was? I'm gathering magic items, but they're hard to find. Tell me if you find any magic crystals. Okay, mache ich natürlich. Das Wetter ist schön, ja, das haben wir auch schon gehört, tausendmal jetzt. It's sad because there aren't any stars in the sky during the day. Stars are there even during the day. You just cannot see them because the sun is so bright. Oh, really? I didn't know that. Ja, stimmt, tut's aber trotzdem. So, können wir auch nach Kanon gehen. Vielleicht hat er da was Neues für uns. Kann ich was für dich tun? Good morning. Unterhalten, bitte. Mir ist das Material für meine Experimente ausgegangen. Bitte besorge es mir. Ja, sehr gut. Schon wieder? Schweig still und mach dich auf den Weg. Ein Schüler gehorcht seinem Meister. Als nächstes benötige ich eine scharfe Kralle. Mit habe ich wahrscheinlich keine mehr. Und scharfe Kralle hört sich irgendwie an, als ob man das von einem Wolf kriegt. Das ist schlecht, weil ich habe noch bis jetzt keinen Wolf erledigen können. Naja, gut. Wir gehen gleich mal auf den Dorfplatz mit unserem Magier. Auf dem Weg natürlich noch nach Selfie. Nach Lara nicht so. Irgendwie, ich weiß nicht. Ich kann mich mit der nicht anfreunden. Keine Ahnung. Krankenschwester ist ja normalerweise immer ganz süß und niedlich und so. Aber heute oder bei Rune Factory ist es auch irgendwie in Verbindung aus Nonne. Und das ist so ein bisschen komisch, sich daran zu machen. Auch wenn ich nicht wirklich gläubig bin. Morgen. Hm, ich lese dieses Buch gerade, also verkaufe ich es doch nicht. Ich wollte mich nur ein bisschen unterhalten. Ja, ist echt so, ich will nicht gleich jedes Buch kaufen. What kind of books do you like, Selfie? I like legends, stories and plays. Na, siehste. I'm not interested in cookbooks or blacksmith recipes, so I hope you'll buy those. But isn't that the property of the library? Ja. Are you even allowed to sell them? It shouldn't be a problem if I sell them to villagers. Don't sweat the details. Are you sure? Ja, es sind nur Kleinigkeiten. Sehe ich auch so. Gibt's sonst really? Noch was? Buy all a bunch, okay? Yeah, neue Rezepte. Einhänder schmieden, 10.000. Zweihänder schmieden, 10.000. Speeratelier, 10.000. Hammer, Labor, 8.000. Halsbetonung, 5.000. Ein fortgeschrittener Leitfaden über die Herstellung von Nackenaccessoires, also Halsketten. Hauptkoordination. Ein fortgeschrittener Leitfaden für die Herstellung von Kopfaccessoires. Axtfan-News. Bauernhofmeister. Stylische Klamotten. Über die Herstellung all der coolen Accessoires. Über die alle reden. Fuck ja. Nein, warte. Stopp. Selfie. Ich wollte es kaufen. Tut mir leid. Ich würde gerne ein Buch kaufen. Auf jeden Fall. Tut mir leid, dass ich dich enttäuschen musste, um dich jetzt... Great. Und zwar kaufe ich. An den Fingerspitzen? Nein. Ich mache das mit den stylischen Klamotten, über die alle reden. Ich meine, komm. Ich bin im echten Leben sicherlich keine Stilikone. Und ich will jetzt in-game sein. Ich will der fesche, tolle Typ sein mit den Glitzer-Sparkle-Klamotten und dem Disco-Fever-Outfit, den alle gerne ansehen. Was auch immer. Irgendwie sowas. Ihr wisst nur, was ich meine. So, erstmal mit dem kleinen Magier hier, dann kann ich den nämlich wieder nach Hause schicken, auch wenn er ein ruhiger Zeitgenosse ist. Öffentlichen Platz mag er auch nicht so. Na, dann nehme ich dich noch weiter mit. Dann gehen wir mit dir in den Polisee, vielleicht gefällt dir das ja da. Oh, der Herr ist wählerisch. Geht's aber los hier. So, man könnte nach Danny gehen. Höchstwahrscheinlich werde ich das auch tun. Genau, hallo Danny. Ich möchte mich etwas unterhalten. Was? Unser Warenangebot ist zu klein? Kann ich nicht ändern. Wir leben hier auf dem platten Land. Ja gut, aber dann wird es auch nichts verkauft, mein Freund. Der Frühling ist die Zeit, um auf den Feldern zu arbeiten. Okay. Was auch immer. Keine Neuigkeiten für mich.
kein Umsatz für dich. So sieht's nämlich aus. Da bin ich knallhart. Ein knallharter Geschäftsmann. So. Bevor ich mit dir rede, gibt's erstmal lecker Fraß. Ich hätte auch Reis. Kann ich auch Reisbällchen machen für Selfie. Auch nicht schlecht. Das ist gut. Bitte schön. Thank you. So, guten Morgen, Rosetta. Good morning. It's spring now. I love this season the most. Du gehörst hier zu meinen Stammkunden. Bitte kaufe und versende auch weiterhin Waren in meinem Geschäft. Okay, achso, ich habe noch was für dich. Ich glaube, ich habe diese Moondrop Seed. Die wolltest du doch unbedingt sehen. Ich kann dir mal eine davon geben. Is this for me? Thanks. Naja, okay. Ist nicht so die Reaktion, die ich erwartet habe. I followed a kitten up a tree, and neither of us could get down. I was a bit of a tomboy back in the day. Ah, ein Wildfang. What's with that look on your face? You look like you want to say that I still am. No. Do I? Ja, sah so ein bisschen danach aus, so ein bisschen verurteilen würde. Ah, ein Wildfang also. Schnuckelchen. So. Hallo, Uzuki. Wie geht es dir, Ustra? Es ist so. Es ist, wie es ist. Hier, kriegst du eine Forelle. Manchmal kann man nichts machen, wenn der Tag schlecht ist. Ja, ich kenne deine Vorliebe für Fisch. Und ich weiß, dass Onis Blumen mag. Deswegen versuche ich es hier nochmal mit Moondrops. Ich liebe Süßigkeiten. Ja, ich habe zwar keine Süßigkeiten für dich, aber weil du so süß bist, habe ich hier eine Blume für dich. Bitteschön. Wow, thank you. I'll be sure to cherish this flower. Na, da. Da sagt mir immer noch mal einer, ich verstehe die Frauen nicht. So ist es nämlich. In-game bin ich der Hengst. Der Polygon- und Pixelfrauen. So. Hallo, Genesha. Oh, na hallo. Ich wollte etwas reden. Du warst in den grünen Ruinen. Hast du die richtige Ausrüstung bekommen? Pass gut auf dich auf, oder du wirst große Schmerzen erleiden. Ja, danke schön, Genesha. Was gibt's denn so bei dir zu kaufen? Du sagtest, es gibt mehr Zeug? Welcome. They're all good stuff. Oh. Sie hat jetzt noch einen Kriegshammer, oder was ist das? Streithammer. Mit Betäubungsangriff. Und einen Kampfball. Und Level 3 Kristalle. Nein, ich möchte nichts kaufen. Maybe next time. Jo, maybe next time. Okay, hört sich auf jeden Fall interessant an. Vielleicht macht es sogar Sinn, eine andere Art von Waffe zu nehmen als ein Zweihänder. Für andere Monstertypen. Na, mal gucken. Das werden wir alles noch rausfinden. Früh genug, denke ich. Aber erstmal wollen wir jetzt unseren kleinen Minimage an die richtige Stelle befördern. Dann gehen wir nochmal. Ups, das war mein Stuhl. Reisbällchen kochen. Wie ein Boss. Baumroonies abzapfen. Ähnlich wie ein Boss. Moin, Kors. Oh. It's you. Ja, ich bin's. Wusstest du schon, niemand möchte totes Gras anpflanzen. Aber zum Schluss tun sie es doch. Nicht mehr und nicht weniger. Tja. Du kannst dich nicht an deine Vergangenheit erinnern. Ja, das ist richtig, immer noch. Alles beim Alten, also gibt's nichts Neues hier. Hm. Vielleicht kann man dem auch eine Blume schenken. Der sieht immer so traurig aus. Oh, ihr habe ich was geschenkt, ihr habe ich was geschenkt. Ich bin ganz gut rumgekommen mit Geschenken, denke ich. Oh, aha. Ich habe dieses Loch schon mal gesehen. Ich glaube, es war auf der Walinsel. So, da müssen wir dann... Okay, das ist gut. Dafür haben wir jetzt auch die richtigen Runis, die wir gleich abzapfen. Nämlich Baumrunis. Und dann können wir eine weitere Ruine. Der ist echt extrem mega mörderwählerisch. Der hier. Dann bringe ich es zurück zur Scheune. Bringt ja nichts. Wenn er böse ist. So, zurück. Mach ich auch selber. Jetzt ist die großartige Frage, was ich zuerst mache. Also, bevor es irgendwie ausartet, werde ich jetzt erst das Reisbällchen herstellen. Und mal eben gucken, was ich für tolle Sachen bauen kann. Ohrringe. Ein Strohhut. Handgestickte Mütze, ein Anhänger. Das haben wir alle schon mal gesehen. Leder, Ansteck... Ledergürtel. Okay, Anstecknadel. Ist auf jeden Fall besser als das, was ich habe. Scharfe Kralle, da haben wir sie auch. Rubinbrosche, what? Geil. Rubin und Silber. Amethystbrosche, Smaragdbrosche. Plüschgürtel. Oh. Windcape, Feuercape. Wow.
richtig krasse Sachen. Erdcape, Katzenschwanz, Diamantbrosche, schwarze Robe. Boah, wie geil ist der Scheiß denn? Eine Corsage. Hot, hot, hot. Noch eine Corsage. Zwei verschiedene wohl, die dasselbe machen, aber anders hergestellt werden. Billiges Armband. Und dann geht's hier weiter los. Okay. Und ein Band einfach nur. Kann ich aber auch nicht herstellen. Na gut, okay. Dann gucken wir, ob wir scharfe Krallen haben. Und ich mach mal eben Reisbällchen. Ich glaube, das war einfach... Na, verdammt. Das war einfach so. Und zack. Oh. Erstaunt das Publikum. Und ich mache ein... Ich mache einfach mal Eiscreme. Kann ich das? Bin ich dafür in der... Oh ja, das ist ja mehr als genug Platz. Zack, einmal Eiscreme, die sich ewig in meiner Tasche halten wird. Nice. Okay, das haben wir. Scharfe Kralle mal eben gucken. Falls wir sowas haben, das ist glaube ich ein Horn. Scharfe Kralle, ja, wir haben sowas. Nice. Nehme ich natürlich auch mit. Jetzt zapfen wir die Baumrubis ab. Ist, glaube ich, wird ein ganz guter Tag, wenn ich das so bis jetzt betrachte. Kann ich auf jeden Fall nicht klagen. Die scharfe Kralle war für Kano. Das Reisbällchen war für Selfie. Okay. Oh, sieht doch gut aus. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die da loswerden. Die Baumrubis. Weil nicht nur, dass die hier nicht hingehören. Oh, da war noch einer. Doch nicht, das war nicht so, wollte schon gerade sagen. Das war definitiv so. Jetzt haben wir zwei. Jetzt haben wir drei. Wir lassen Gras und Wasser natürlich wieder hier in dem. Verzeihung. Hier in dem Bereich frei. Und ich kann es wahrscheinlich nicht ändern, dass ich jetzt erstmal alles in der Tasche habe. Aber mal schauen. Vielleicht passt es ganz genau, dass wir alle wegkriegen. Das wäre natürlich super gut. Denn die nerven gerade hier in dem Bereich extrem. Und dann müssen wir schauen, dass wir Runis auch wieder in anderen Ebenen so ein bisschen angleichen. Ich habe gesehen, im Geschäftsviertel gibt es kaum noch Steinrunis. Liegt daran, dass ich da keine Wasserrunis rausnehme. Hier sind noch eine ganze Menge. Da kommen die Kiddies. Das ist gut. Die brauche ich nämlich auch gleich. Hier müsste noch Wasser. Hier müsste noch Baum sein. Perfekt. Wie der Marco schon läuft, ne? Der kleine Angeber da. Tau ist da hinten weg. Er sagt ja, er beschützt das hier wegen ihrem Monsterportal. Mann, Mann, Mann. So, vielleicht waren das 20. You never know. 14. 14 sind nicht unbedingt 20, ja. Da fehlen noch ganze 6. Das Problem ist, die ernähren sich halt von den Grasmunis. 16 will ich hier nicht freilassen. Das ist es nämlich jetzt. Jetzt habe ich es nämlich genau so, wie ich es nicht haben will. Ich lasse einfach mal 5 frei. Ah, vielleicht finde ich noch die restlichen 6. Ich hoffe es zumindest. Im Laufe des Tages. So, aber erstmal reden wir mit Candy. Hi, Candy. Ich möchte dich zu Hause besuchen. Das ist jedes Mal gruselig, Mädel. Ich brachte ein paar Runis. Ich möchte gerne einen Runenstein. Ein Obsttag? Wirklich? Ich möchte gerne einen Baumrune herstellen. Ja. Wenn das funktioniert. Auf geht's. Und jetzt alle wieder mitmachen. Damit das rund, damit das Runenwunder rund wird. Läuft. Habt ihr mitgemacht? Fleißig. Sehr schön. Hier ist eine Baumrune. Ja, ich muss okay, was? Der Bambustag, der Grastag, der Fischtag, die sonnige Woche, die regnerische Woche, der Freundschaftstag. Okay. Echt geile Sachen, ne? Hi. Lass uns doch mal gegeneinander kämpfen. Nein. Lass uns doch mal... Nein. Blöd, dass ich keine mehr entdecken kann von den... Baumrunitypen? Ah, da! Der mir fast entwischt. So, dann fehlen ja nur noch 5. F
4. Alle mitzählen. 3. 2. Okay, ja gut. Kann ich nicht ändern. Die werde ich wahrscheinlich nicht mehr finden. Die sind dann irgendwo oben und ich habe jetzt keine Lust, die ganze Zeit nach oben zu gucken und zu wissen, wo die dann erscheinen. Mal hier von weiter weg gucken. Nein. Okay. Ja, es fehlen einfach 2. Vielleicht sind sie aber auch schon gestorben. Die würden ja nicht an Futtermangel sterben. Lasse ich nochmal 4 frei. So. Alles klar. Das war auf jeden Fall ein notwendiges Übel. Auch wenn es jetzt wieder lange gedauert hat. Aber das müssen wir halt machen. War halt blöd, dass 20 Randoms an der Stelle packen. Hier könnte ich, glaube ich, 10 wegnehmen von den Bäumen, habe ich gesagt. Wenn ich mir das alles nur besser merken könnte, ich will mir das aber auch nicht mal aufschreiben. Das wird noch länger dauern alles. Ach, Kanoa. Gut, dass ich dich erwische, mein Freund. Ich hab da was für dich, nämlich eine scharfe Kralle. Bitteschön. Ah, eine scharfe Kralle. Gut gemacht. Als nächstes besorgt mir bitte ein hartes Horn. Auch das habe ich in der Tasche. Ja, also zumindest in meinem Item-Repertoire. Cinema. Sehr gut. Habe ich aber schon mitgesprochen. Brauche ich jetzt nicht nochmal. Dann gehen wir mal eben, dass der Kanon glücklich wird. Und eventuell weiß ja nicht, was wir kriegen davon, wenn wir ihm wieder alles geben. Wahrscheinlich, das ist mein Staubsauger. Das ist richtig. Wahrscheinlich wieder was wie den Zauberstab. Der war ja schon eine ganz coole Sache eigentlich. Bis auf die Tatsache, dass ich nicht zaubern kann. Hartes Horn, okay. Ich glaube, ich nehme auch schon mal eine Feder mit. Das müssten so alle Sachen sein, die aus dieser Ruine kommen. Würde ich jetzt mal behaupten. Und wenn er noch den roten Kamm von dem Hahn braucht, dann muss ich ihm auch den geben. Dann ist es halt so. Aber die beiden Sachen sollten erstmal so ungefähr dem entsprechen, was in der Ruine so fällt. Ich weiß ja nicht, auf was der aus ist, aber ich denke mal, der sammelt die ganzen Gegenstände der Monster aus den Ruinen, wo sie vorkommen. Um wahrscheinlich irgendwas zu untersuchen. Spawnrate oder so. Bitteschön. Schön, das harte Ohren. Jetzt kann ich das Experiment fortsetzen. Was tust du? Du kannst jetzt gehen. Okay, alles klar. Hello. Was ist ein seltsamer Anblick, mich draußen zu sehen? Ja, das ist halt... Du bist ein alter, gerechtlicher Mann und ich finde es einfach merkwürdig, wenn du draußen rumrennst. In der freien Wildbahn. Und nicht an deinem Schreibtisch sitzt und jammerst. So, dann können wir das machen. Dann kommen wir gleich richtig, um in die heiße Quelle zu springen. Wow, der Tag ist wirklich durchstrukturiert. Bis ins letzte Detail. Und das sogar im Hintergrund, ohne dass ich daran großartig denken muss. Sehr schön. Selfie für dich. Wow, thanks. I love rice ball. Gerne. Wie sieht's eigentlich bei den Mädels aus? Das hat mich wahrscheinlich auch schon der eine oder andere gefragt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Also, Tao ist kurz vom zweiten Herzchen und die mag mich so ganz gut. Rosetta auch. Clara ist so, ne? 3 Herzchen, 1 Herzchen und 2, bla. Und hier, Annette, naja, ist so, geht so. Und Selfie hat gerade den Liebesbolzen gesprengt. Da gucken wir mal, was sie zu sagen hat. Hey. Was könnte ich als nächstes lesen, ja. Ich hab schon gehört, ich hab schon gehört. Du hast auf der Walinsel Abenteuer bestanden, nicht wahr? Du musst mir unbedingt erzählen, ob du etwas Spannendes entdeckt hast. Das war's, das ist das Level 1 Herzchen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es so. Naja, wenigstens eine Kleinigkeit. Und sie interessiert sich jetzt auch ein bisschen für unser Leben und nicht nur für die Bücher. Das ist was Gutes. Wir sollten nochmal nach Lara gehen. Einfach nur aus dem Grund, weil sie kurz vor dem ersten Freundschaftspunkt ist. Und das ist doch was. Was kann man ihr denn schenken? Das ist immer so eine Frage. Ich schenke ihr mal einfach medizinisches Kraut. Ich denke mal, das mag sie ganz gerne, bitteschön. Thank you. Oder mag sie lieber Süßigkeiten? Ich check mal ein bisschen was ab. Ich mache... nee. Das war ein bisschen falsch. Ich mache das. Und dann gebe ich dir ein bisschen Schoki. Ist Schoki was für dich? Thank you. Anscheinend nicht.
Okay. Habe ich das auch verschwindet? Sehr gut. Ich wollte mich unterhalten. Hi. Wenn dich ein Monster niederschlägt oder du aufgrund von zu viel Arbeit kollabierst, kommst du ins Krankenhaus. Bitte gib gut auf dich acht. Ja, ich weiß. May I help? You should get a good amount of sleep. Okay. Also, wir sind jetzt zwar Freunde, aber ich bin immer noch nicht... Verdammt, Entschuldigung. Ich bin immer noch nicht interessant genug, um mit mir zu reden. Das ist natürlich schlecht. Der Tag ist echt extrem elendig lang. Wir müssen gleich in eine Ruine gehen. Um den Tag zu verkürzen. Ich habe gesagt, wir machen immer einen Tag pro Folge am Wochenende. Ich weiß nicht, ob ich das so einhalten werde, weil es dauert immer extrem exorbitant übertrieben lange. Und gerade wenn man viel mit den Leuten redet und in den ganzen Dingern hier rumrennt und rumhängt, dann... Na, ich gebe hier mal ein anderes Kraut, wovon ich vielleicht nicht so viele habe. Ja, oder nicht so wenig habe. So rum. Thanks. I can use the herbs to... Gerne. So, was gibt's Neues, Melodie? Was ist denn? Die heiße Quelle scheint in letzter Zeit immer langsamer zu sprudeln. Vielleicht ist was mit der heißen Quelle der Wahlinsel passiert. Kannst du dir das mal ansehen? Kein Problem. Du kannst dich auf mich verlassen. Danke, Ustra. Ja, okay, cool. Welcome. Ich wollte mich unterhalten. Einmal am Tag. Okay, ich glaube, wir sollten dann erst das machen. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Und, viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, oh, das ist alles vorbereitet und voraufgenommen. Dass dieses Event passiert, war jetzt nicht unbedingt geplant. Aber ich wusste schon, warum ich ein bestimmtes Item hergestellt habe. Und warum ich das in meiner Tasche gelassen habe, genau für diesen Moment. Extrem witzig, dass es genau jetzt passiert, aber so ist es wohl. Deine Abenteuer scheinen positiv zu verlaufen, Ustra. Wirklich? Ja, und das habe ich dir zu verdanken. Wirklich? Das höre ich gern. Ustra. Was ist los, Bro? Wenn du möchtest, kannst du mich zu Hause besuchen. Wir können uns ein wenig unterhalten. Auch wenn ich nicht, so auf dich wirke, ich bin gern in Gesellschaft. Ja, wirklich in Ordnung. Dann ruf mich einfach, wenn es dir recht ist. Wo ist dein Zuhause-Wahl? Anscheinend nicht da. Okay. Wali möchte also, dass ich ihn gerne mal streichel? Oder was ist hier der Plan? Und ist es dann wirklich der Wahl? Oder ist es jemand anders, der mit mir spricht? Viele Fragen, keine Antworten. Wir brauchen extrem noch mal ein bisschen die Geldspritze. Denn ich möchte gerne mal diese 100 Tage lang Blumen wachsen sehen. Au. Au. Au, du blöde Ameise. Ein Schadenspunkt. Das kann ich dir nicht verzeihen. Dafür muss ich... Naja. Hallo. Du Riesenungeheuer. Was ist los mit meiner heißen Quelle? Ich will baden gehen, Alter. Verzeihung? Hä? Wer bist du denn? Und was willst du von mir? Wenn du dort sitzt, unterbricht das den Fluss der heißen Quelle. Die Besitzerin des Badeshauses ist ganz schön sauer. Könntest du da bitte weggehen? Warum sollte ich mich für euch von dort wegbewegen? Ich mag es hier. Bitte? Na schön. Ging fix. Okay. Du bewegst dich nicht wirklich, oder? Wie wär's denn damit? Du bringst mir etwas Eiscreme. Dann gehe ich hier weg. Mann, ich bin einfach zu gutmütig. Eiscreme, ja? Ich bringe es dir sofort. Ja, wie gesagt. Manchmal muss man Glück haben. Hier, Eistüte, Baby. Zack, weg damit. Geht's dir jetzt besser? Ja? Eiscreme! Du hast dein Versprechen gehalten. Du bist ein netter Kerl. Und jetzt kommt mein Teil der Abmachung. In dieser Quelle war nicht mehr viel Wasser vorhanden, also habe ich noch etwas hinzugefügt. Bis dann! Das ist ein netter Feuerdämon, würde ich jetzt mal sagen. Oder was auch immer das ist. Ich denke mal, wenn ich
so riesig wäre, würde ich auch gerne mal in einer heißen Quelle sitzen. So. Okay, das scheint. Das sind meine Hände. Das ist der riesige Dämon, der hat jetzt auch keinen Bock mehr. Okay. Ja, schick! Hat sich das auch ausgiebig erledigt. Wir gehen um... Ach Mist, wir wollten noch so viele Dinge machen. Ich habe eigentlich keine Zeit, hier oben rumzulungern. Machen wir jetzt aber trotzdem. Denn ich gehe nochmal nach der Iris. Es gibt so viele Dinge und Events und Sachen und Zeug. Und alles passiert jetzt auf einmal im Hintergrund. Dass ich da gar nicht mehr... Entschuldigen Sie, könnten wir bitte da weggehen? Dankeschön. Abenteuer auf Durchreise. Wäre schön, wenn du weggehen könntest. Ich habe hier nämlich Dinge zu erledigen. Unter anderem muss ich nochmal nach der Iris ihr eventuell nochmal eine Blume schenken. Von denen, die ich vorher angepflanzt habe. Wallinsel. Wallinsel. Nein, ich möchte nicht das Unkraut haben. Ich möchte das hier haben. Dankeschön. Ich werde auch das Unkraut nicht in meine Truhe tun. Naja, Mo. Aquamarin. Sehr gut, damit kann ich dann Schmuckstücke machen. Ja, ihr seid nicht die hellsten kleinen Piu-Piu-Piu-Pius. So wie mir scheint. Aber auf jeden Fall geht der Tag rum und das ist viel wert. Wenn man hier im Abenteuerland rumhängt. Ja, wieder Reis. Das freut mich, da kann ich die Selfie wieder ein bisschen beglücken. Und ein bisschen Kupfer. Das ist auch schön, dann kann ich eventuell meine Schmiedekunst beglücken. Mal schauen. So. Gehen wir noch in die Truhe. Nichts auslassen. Schoki, sehr gut. Alles, was ich benutzt habe, kriege ich hier wieder. Das ist natürlich sehr nice. Ist der Turm schon auf? Ja. Ist sie denn schon wach? Ich weiß, dass sie nur abends wach ist, die Iris. Wir schauen mal. Naja, die ist noch am Kanacken. Ja. Die ist ab 18 Uhr nicht mehr so schläfrig und nicht mehr am Knacken. Und dann können wir auch mal mit dir reden. Wir warten mal so lange hier unten. Dünner Stock. Also auch meistens dieselben Sachen sollen in den Truhen. Da ist nicht so viel Ausbeute, was den Loot betrifft. Ich nehme hier nochmal so eine Momo-Blume mit. Zack. Die schenke ich dann der Iris. Denke ich. Und dann warten wir hier nochmal. Ach, und weil wir gerade hier sind, kann ich mal versuchen, einen Silberwolf zu bürsten. Komm! Oh, nein! Blöde Idee! Warum habe ich das getan? So, jetzt ist auf jeden Fall der Mond. Schön helle. Und das heißt für mich... Dämlich. Dämlich, einfach gegen den Wolf zu laufen. Muss ich ja mal sagen. Ich kann mit der Iris sprechen. Hi. Good evening. Evening. So spät gehst du spazieren? Genießt du's? Ah, geht so. Ah, aber ich habe schon bessere Dinge getan. Bitte schön, Blume. Thank you. It's a very pretty flower. I'll be sure to cherish it. Gut, sehr gut. Blumen blühen hier zu allen Jahreszeiten. Frühlings- und Sommerblumen können ganz nach Wunsch gemischt angepflanzt werden. Ah, siehst du? Wieder was gelernt. Da wir gerade davon sprechen, was befindet sich hinter dem Tor? Keine Ahnung, dachte ich mir. Tja, ich dachte es mir schon, dass du hier wohnst und trotzdem keine Ahnung hast, was hier passiert. Naja, kann ja nicht alles haben. So, wir beenden jetzt aber auch fix die Folge. Wir haben noch ein oder zwei Dinge zu tun, nämlich... wir wollten noch baden gehen, klar, in der heißen Quelle. Und wir wollten die Baumrune eigentlich einsetzen. Auch das haben wir noch nicht geschafft. Junge, 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 Junge. Aber jetzt ist es wenigstens schon mal 18 Uhr und der Tag ist nicht ganz verschwendet. Ist echt schwierig. Die Folge relativ kurz zu halten und nicht die Überflieger jetzt machen und nicht zu lange in Häusern zu bleiben. Gleichzeitig will man natürlich auch alle Dialoge haben und ich möchte natürlich alles hier erleben und genießen können. Ist so ein bisschen die Balance zwischen allem, zwischen
fix fürs LP und in Ruhe für mich selbst. Weil ich werde es wahrscheinlich kein zweites Mal im Hintergrund nochmal alleine zocken. Dafür ist es mir halt viel zu groß. So, bauen wir die Baumrune da. So, hallo, einbringen. Hm, ich bekomme es nicht mehr heraus. So, ja gut, haben wir das nämlich auch gemacht. Das ist eine wichtige Sache. Da können wir dann mal die nächsten Tage vorbeigehen. Da gibt es dann wieder eine neue Ruine. Davon haben sie ja schon gesprochen. Das ist ja nichts Neues. Und dann gehen wir jetzt nochmal eben baden und schauen dann, ob wir den kleinen Magier für den nächsten Tag anheuern können, dass er ein bisschen Holz hackt. Wäre ja auch nicht schlecht. Viel zu tun gehabt, ey. Meine Güte. Wird langsam echt, also wer mir alle Dinge nochmal im Hintergrund aufschreibt. Oder ihr wisst wahrscheinlich mehr Bescheid als ich, was hier noch zu tun ist. So, hi. Und jetzt sieht es irgendwie nämlich anders hier aus. Hallo, ihr Mädels. Das Badehaus sieht leicht anders. Good evening. Guten Abend. Hey, Usta. Du warst das, oder? Das hat mich ganz schön überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das Dach wegfliegt und dass hier nun ein Freiluftbad wird. Das Dach ist weggeflogen? Ja, aber das ist okay. Ich habe aus dem Badehaus jetzt eben ein Freibad gemacht. Von nun an sind das die Neo Laguna Quellen. Das heutige Bad geht auf Kosten des Hauses. Komm nur rein. Ich verbrenne gerade etwas von dem Weihrauch, den mir Rosetta geschenkt hat, für die Neueröffnung. Das riecht toll. Viel Spaß. Na, so richtig Neueröffnung ist es aber trotzdem nicht. Ich muss trotzdem zahlen. Welcome. Es ist ein herrliches Gefühl. Okay, sonst noch was? Welcome. Zauberin, wie wundervoll das klingt. Ja, ich glaube, die ist so ein bisschen... Welcome. Naja. That will be 10 gold. Ah, also aufs Haus. Hm, ah, ich sehe schon. So wird also ein alten Mann im Bad spucken und behaupten, es regnet, wa? Das ist mir die richtigen. Tja, Frechheit. Oh, that's nice. Das ist wirklich nice. Das sieht wirklich geil aus, das Bad, ne? Oh, nanu, ich höre etwas. Schon wieder, again. Die Flasche ist umgefallen, verdammt. How many years are we? Six. Haben wir auch schon tausendmal gehört. So even after 6 years, I probably don't worry. Tja. Hot, hot, hot. Hotter Talk im hotten offenen Freibad. Sehr gut. Wow. Good evening. Guten Abend. Weißt du, neulich habe ich heim im Badehaus heimlich getrunken. Ja, der lernt's wirklich nicht mehr, den Nolan. Ich wollte noch mal mit Cinema reden. Evening. Guten Abend. Was möchtest du? Was möchtest du? Good evening. Guten Abend. Früher warst du einsam, ja. Das ist schlecht. So, ja, dann ciao, Mädels. Ich muss wieder los. Ich habe viel zu tun. Viel, viel, viel zu tun. Und ich habe keine Zeit, mich den ganzen Tag mit euren Sachen da rumzuschlagen. Schön, dass es das Badehaus neu ist und riesig ist. So verändert man das Bild der Stadt. Auch eine cool, auch ein cooles Feature. Ich weiß nicht, ob das ewig so weitergeht, aber es ist toll, wenn sich Dinge verändern. Ich mag das. Und dass man irgendwie Einfluss auf seine Umgebung nimmt. Das ist ein cooles Feature. Das habe ich sehr gerne und das habe ich auch bei anderen Spielen sehr, sehr gerne. Wenn man durch seine Aktion halt eine Veränderung hervorruft. Hallo, kleiner Magier. So, jetzt aber. Ja? Holz, Holzhacken? Ich muss mich mehr darum kümmern. Das ist ja wohl eine Frechheit. Ich bin mit ihm spazieren gegangen, 1,5 Stunden. Ich war überall mit ihm und es hat ihm nirgendwo gefallen. Also, was kann ich mehr machen? Nur in den grünen Ruinen hat es ihm gefallen, einigermaßen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder hier bei Rune Factory Front. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann Like-Button durchdrücken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.